geil. Sejuani Engel. Wir haben jetzt schon sehr viel Magic Damage und Mercs sind unglaublich effizient gegen unsere Champions. Oh, that's okay. We got this. Wo ist Piggy Piggy Pig? Oink, oink. I think I need help. Wir haben bis jetzt nicht einen einzigen Melee-Champion. Das heißt, unsere E wird von niemandem außer mir ausgelöst. Vielleicht pickt unser Botlaner ja Set. Und dann links, rechts, Fäuste in die Fresse. Für die E-Stacks. I think I need help. Wait, warum hörst du auf den Chat, wenn du in einem Stream gesagt hast, dass du Twitch-Chat hast? Naja, vielleicht, weil es eine kleine Hyperbel hat. Holginas kommen. I mean, vielleicht hasse ich euch gar nicht. Who knows? Da habe ich ein wenig übertrieben in dem Stream. Vielleicht habe ich sogar gelogen. Ja, stimmt, ich kann gar nicht lügen. Ich bin Hashtag immer ehrlich. Was wollt ihr spielen, Twitch-Chat? Ich lasse euch abstimmen natürlich. Abstimmung. Neue Abstimmung. Skin. Solar Eclipse. Was gibt's noch? Project Firecracker Dawn Chaser und was ist der letzte? Beast Hunter. Leider nur Platz für 5 Skins, deswegen ist es der letzte, weil mehr in die Umfrage nicht reinpasst an Optionen. Votet jetzt oder schweigt für immer. Solar Eclipse, Project Firecracker, Dawn Chaser. Was spielen wir? Wir spielen gegen das Krokodil. Gehe ich Conditioning? Und lieber Boneplating. Geonect ist Conditioning schon ziemlich effizient. The circumstance. Conditioning ist schon. Ah, der Boneplating ist gut, dieses Game. So, ihr wollt besetzt war meistens Solar Eclipse. Poro, der einzig wahre Skin. Sorry, ich kann halt nur 5 Optionen angeben. Ich habe einfach gerade der Reihe nach gemacht. Vielleicht kommt da irgendwann noch Poro. Aber ich habe ihn eh nicht. Ihr wollt Solar Eclipse. Twitch hat mal wieder entschieden. Oder wolltet ihr Luna Eclipse? Ne, warte. Ich dachte, das war einfach der gleiche Skin in Blau. Gab's so wie bei Diana Leona so oft. Alles klar. Solar Eclipse, it is. So long to the regret. Egal, Hauptsache du sagst die ganze Zeit los, Schweinchen. Nee, traditionell sage ich, wenn ich Sejuani spiele, einfach immer die ganze Zeit Bristle, attack! Bristle, attack them! Bristle is hungry today. Go, Bristle. Attack them. Sowas. Aber nicht unbedingt Oink Oink Schweinchen oder so. Mal gucken. Valor to me. Aber das Valor to me haben wir schon durch. Valor to me war ein Freewin. Mal sehen, ob Sejuani ein Freewin wird. Oink Oink. Erstmal Stream muten. Nein! Evil Six, lass an. Du willst auch die Musik hören. Immerhin hast du die Playlist erstellt auf Spotify. Du Legenden-Arbeitstier, du. I'm on the front line tomorrow. Ich hab gerade tomorrow. Ist auch egal. So, können wir bitte connecten ins Game, OBS? And now I see. Ich bin eigentlich ziemlich happy damit, dass wir überhaupt wieder Sound haben, normal. Das ist doch immer nice. Ich werde mich nicht über OBS beklagen, dass es immer noch nicht den Loading-Screen annimmt, wenn ich raustabbe, ist lästig, aber ich kann einfach dann im Game rein und raustabben und dann geht das. So, Bristle wird attacken. Renekton spielt kein Ignite. Er wird nämlich an Blade gehen. Was sollen wir spielen? Sunfire Rush Angle? Frostfire Rush Angle? Frozen Heart Rush Angle? Frozen Heart ist broken, dieses Game. From the sky. Ja, ist wirklich sehr störend für mich, dass nicht einer meiner Teammates mein E auslöst. Das heißt, mein E-Stun werde ich sehr selten durchbekommen. Ich bin der Einzige, der für ihn Stacks aufbauen kann. Ich vorwerten so Yone und Renekton und Echo.
wir in deren Team wären, würde jeder von denen einfach instant mein Stunners lösen, basically. Die Renekton sind sogar 3 Stacks. Wenn er einen Powered W benutzt, dann wäre es einfach Stun into Stun. Ich könnte auch den besten Invade des Leash des Jahrhunderts geben, wenn ich E-Skille mit einem Medi-Champion. Aber ich kann nicht E-Skillen. Also ich kann E-Skillen für den Leash, aber es ist nicht so gut. Wenn du meine Autotext dafür zählen, also gehe ich wahrscheinlich weh. Da habe ich ein bisschen mehr Pressure in Lane. Hast du ein Stream Deck? Yep, ich habe ein Stream Deck. Ich benutze es aber eigentlich für so gut wie gar nichts, tatsächlich. Ich benutze es legit für den Endscreen quasi, für Thanks for Watching und für Vollbild, das war's. Mich dumm von mir, ich soll das mal irgendwann besser benutzen. Aber generell sind ja viele von uns League-Streamern eigentlich keine richtigen guten Streamer im Sinne von krasse Effekte vorbereitet oder sowas. Aber wir spielen einfach League, ne? Bloß wenn ich gesehen habe zum Beispiel, was man Luna alles mit ihrem Soundboard oder Stream Deck macht. Seid ihr für irgendwie alles ein GIF vorbereitet oder so? Schon wild. Das ist schon deutlich mehr Arbeit, als ich mir mache. Ich gehe einfach online. So, wir müssen ein Minion für den Leash, aber ist fein. It's fine. The story is just be. Oink, oink. Oink, fucking oink, connecten. Bristle, attack. Dann wird euch Level 2, ich sollte nicht traden. Ich habe Angst, dass er gleich moven kann, weil ich habe geleasht, ich habe keine Prior. Ich hätte auch ohne Leash keine Prior gehabt. Und das ist mein Jungler. Ich sollte gleich aufpassen. Sie sollte gleich 8 geben. Was das Wolf und Double Lasted into. Oh mein Gott, clean. Ich habe jetzt alle Informationen gegeben, Quinn. Ja, ich habe dir alles gegeben. Nicht Quinn, wie heißt du, Kindred? Kann ihn auch-attacken, wenn du möchtest. Warte, warten, bis er keine Vision mehr hat, bevor ich wehe, damit es schwer ist, für ihn zu dodgen. Er ist tot hier. Sie muss nur Miasma und er ist dead. So, das ist aber Miasma, bevor er wieder E hat. Hat sie keinen Mana für Miasma gehabt oder keinen Punkt drin? Ja, scheiße. Ja, gestern hatte keinen Miasma geskillt. Weil es einfach Flash W und er ist tot. Das ist schon sehr wert, wir finden sehr viel Farm, Minions, sehr viel XP und Renekton ist einfach rausgekommen. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass weder Cassiopeia noch Rek'Sai bereit waren, Kindred bereit waren, Flash zu investieren. Ich hätte da Flash investiert. Für den Kill, vor allem wenn wir so viel investiert haben an Mana, Zeit, Ressourcen. Ärgerlich. Ich habe jetzt Punkt in W gemacht, einen zweiten auf Level 4 mache ich einen Punkt in E, weil ich will einfach nur pushen, ne? Es bringt mir jetzt nicht wirklich irgendwas E zu haben, um damit Renekton zu traden. Ich hätte Damage nicht, mache ist egal. Ich hau nur raus. Kann immer noch E auf Level 4 nehmen und alles ist fein. Oh, es wäre hier sein Dream, die Wave vom Turm zu freezen. Der kriegt es halbwegs hin. Haben wir Echo irgendwann gesehen, dieses Game? Leider noch nicht. Ich habe genug Mana, um zu spielen. Echo Spot, okay. Er hat schon TP'd und er ist recht low. You'll never be alone. Bristle hat attacked. Aber wir haben sehr viele Minutes verloren, weil wir während wir gechased. Ich kann ihn nicht, wie konnte ich kann sein, right? Während wir gechased haben, hat er unsere Wave halt geslowpushed. Deshalb haben wir in der Zeit sehr viel, sehr, 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 sehr viel Farm gedroppt. Hear the whispers in the dark. Ja, mit der Q ging es auch ein bisschen darum, den Cannon zu essen. Ja, mit der W, Entschuldigung. Jetzt gewinnen wir nicht, aber müssen wir auch nicht. Wir haben immer noch einen riesigen Sustain-Vorteil namens Teleport. Aber er kann auch jederzeit recallen. Was Feines. Dadurch, dass wir nicht gekillt haben, war ich in einer schlechten Ausgangslage und mit Renekton ein bisschen im Early Game nach vorne zu kommen. Gegen eine Sejuani ist fein für mich. Da ich nicht gedive werde, aber ich habe TP. Ich denke, es ist nicht so schlecht für ihn. Ich nehme mein Minions jetzt ernst. Warte, ich hatte echt gehofft, dass mein Grass-Proc mich einfach rettet. The whispers in the dark. Oh, oh, oh! Ach, gerade so. Nice. Wir haben Killpusher gegen ihn jetzt eigentlich Level 6, right? Er hat auch eine Menge Damage.
Weißt du, wie gut mir Barmy Cinder gefällt? Ich hätte auch Tabi Straight gehen können. Oder Ionians. Ich hätte Ionians kaufen sollen. Ich hätte direkt weniger CD auf TP und Ignite. Ist fein. Bin auf der Wave Level 6. Also sollte ihr, wenn Kindo die ganken möchte. Wie sie wieder in Mitte gehen. Ja, das wäre echt ein cooler Gank gewesen, wenn er einfach im Busch gechillt hätte. Ich hätte jetzt straight auf ihn raufgeultet, der wäre einfach dead. Aber ist fein. Auch Level 6 müssen wir wahrscheinlich disengagen. Herzlich willkommen, mein Hase. Oder eher mein Lamm. Ist sehr free. Aber sie hat zum Glück nochmal umgedreht und den Play realisiert, nicht wahr? So good. Ja, das ist sehr stark dabei. Ich bin im sehr feinen Spot. Kannst du einen Platin nehmen und recallen. Alright. So, gucken, was der Twitch jetzt schreibt, meine kleinen Hasen. Danke für die Antworten. Ey, gerne. Ich habe alles beantwortet. It's me. Ich weiß nicht mal, was er gefragt hat. Ja, Ionians ist eigentlich der Engel, aber wir haben kein Gold dafür. Warum ist Sejuani Top und nicht Jungle? Ich habe Twitch Chat voten lassen, was Leute eher sehen wollten. Und aktuell ist ja Sejuani Top Lane auch mehr Meter als Jungle. Also ich würde sie auch im Jungle gespielt, aber auch sehr viel in Top Lane. Und da mehr Leute Top Lane als Jungle geschrieben haben, ich glaube, das war so sehr, ich glaube, es war 68% in Favor für Top Lane. Das ist eine sehr eindeutige zweidrittel Mehrheit, nicht wahr? Wir müssen dann warten, bis Kino da ist. Ja, ich kann mal mit CC einfach warten und ihn einfach auto-attacken in der Zeit. Ist ja hart für ihn zu spielen, aber er spielt einfach viel zu aggressiv. Ich glaube, er ist schon sehr wütend. Bristle attackt ihn und er stirbt. An Wolf und Lamm. Aber auch am Schweinchen. Oink, fucking oink. Er hat hier wieder Teleport ab, also sollte er kein weiteres Plate verlieren. Ich hatte noch nicht Teleport ab, was laber ich? Ne, doch, hat er actually. Noch nicht 7 Minuten Cooldown. Das ist nächsten Patch. Ich könnte Recallen für Ionians, aber eigentlich würde ich stayen. Whatever. Bin fast wieder zwischen den Turrets und diven können. Der ist sehr wütend. Let's start. Du darfst einen Autodeck machen, Seju. Wie heißt der Champion Cassio? Ja, er ist sehr wütend, denke ich. Und eine gute Kombo. Vielleicht hätte ich sogar verloren, wenn sie nicht da wäre. Kindred hat einfach ihr Item fertig. Kraken, bevor sie die Jungle-Item ausgebaut hat. Das ist schon ein großer Powerspike für sie. Verkaufe ich hier die Shit für Frozen Fist? I don't think so. Gib mir einfach das hier. Ich kann jetzt mein Item, mein Gott, nicht ausgeben. Ich recall jetzt, ach, jetzt glaube ich auf die Lane mit 800 Gold. Das ist immer so das Ding, ne? Wenn ich jetzt so ein Schild verkauft hätte, dann hätte ich 1500 Gold gehabt, hätte alles Gold ausgeben können und wäre deutlich stärker. Aber ich mag Ionians hier und ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt lieber vielleicht sogar Sunfire gehen möchte. Eigentlich lohnt sich Sunfire nicht so sehr für mich diese Runde. Ich brauche kein Damage. Mein Team ist aber weit genug. Sunfire wäre nur 1v1 gegen Onekton stark. Ich glaube, wir gehen Frost. Es ist so viel billiger und macht halt weniger Damage. Aber du wirst tanky mit Leben statt mit den Acidy und so. Und das Item ist halt um einiges günstiger, nicht wahr? 400 Gold sparen wir, können wir für ein anderes Item ausgeben. Frozen Heart wäre gut. Und so weiter. Bin absolut kein Fan von Fimbulwinter. Ich denke, Fimbulwinter ist ein ziemlich fucking schlechtes Item. Es sei denn, du spielst gegen einen anderen Tank. So Ornn gegen Sejuani, okay. Kannst du Man wegen Mana kaufen und Spell Spam, aber sonst kaufe ich lieber Mana in Form von Frozen Heart. Das Item ist stark. Ja, wenn hier Kirin's dann ausflüstert, dann wäre insane. Weil sie ist halt kein Melee-Champion. Wir haben noch Ult. Oh. Er ist gestunt und mehr Smart gewesen. Und Recall und Top-TP. Wir haben drei Plätze verloren für den Play.
Was für mich jetzt nicht so Torgo ist, aber für den Rest meines Teams. Ich kann jetzt wieder nichts kaufen, ne? Ich bin jetzt im Base, kann nichts machen. Ich tippe jetzt allein mit 1200 Gold. Weil ich werde jetzt auch nicht irgendwie Magic Resist mehr holen. Das ist einfach alles bad. Das ist das Problem mit Tank-Items. Du kaufst halt so viele Stats, die du nicht brauchst. What the fuck? Er ist nochmal aufs Pending gegangen? Er ist so ein Griefer, aber es hat funktioniert gegen mich. Der ist probably gezwungen zu flashen, aber wird nicht sterben. Wow. Eigentlich noch ein Auto. Come on. 800 Gold Shutdown. Oh, ich habe nur Ult gefällt. Also, guess it's my bad. It's okay. Ja, kompletter Grief von Renekton. Dreht einfach um und hit den Turm nochmal. Aber es hat funktioniert, weil ich nicht gedacht habe, dass er es tun würde. Aber, ja, 800 Gold Shutdown. Und 4 Plates hat Renekton gerade bekommen. Also, der ist komplett back im Game. Nach allem, was sich ereignet hat, ist das bitter. Noch ein Shutdown? Er ist jetzt actually stärker als ich, right? Was ist denn die Scheiße an Tank-Items? Die sind so kacke zu kaufen. Weil wenn ihr einfach nur die reinen Items euch anguckt, ne? Das Item gibt euch 300 Leben. Zwei Ruby Crystals geben euch 300 Leben. So, ihr gibt, es sind 800 Gold. Ihr gibt, kauft das Item, bringt euch gar nichts. Das Item bringt euch so gut wie nichts. Und das Item hier ist okay. Im richtigen Game. Nicht gegen Renekton. Gegen Renekton ist auch useless. Und wenn ich das Item jetzt kaufe, habe ich sehr viel Magic Resistance gegen einen Opponent, das kaum Magic Damage macht. Weißt du, das ist auch einer der Gründe, warum Champions wie Ornn und was anderes halt einfach lieben gerne Frozen Heart kaufen. Weil du actually Stats kaufst, die du brauchen kannst mit einem guten Item-Path. Weil das hier zu kaufen, ist einfach bad. Als First Item. Deswegen hatten wir eine Zeit mit Mundo und Sejuani an Athamas Chains First Item. Einfach als Stats und gute Items, die du dir actually kaufen möchtest. Bloß ist für Sejuani, glaube ich, dieses Game nicht so gut, Frozen Heart zu rushen. Unsere Kinder wirft gerade extrem das Game weg. Renek nimmt gleich First Hurt da oben. So, okay, wir haben schon First Hurt bekommen. Er wird nochmal richtig hart hier. Er wird nochmal richtig hart. Renekton ist komplett back in business. Er ist gleich Level 11, oder? Er ist viel stärker als ich. Ich bin Sejuani, mein Champ ist nicht bad. Mit Sunfire könnte ich hier gewinnen. Er hat mehr Gold als ich. Vielleicht ist er nicht unbedingt stärker als ich. Warte auf meinen Lamm. Nice. Ex-Smithy? Round 2? Oh Mann, meine Ult sind echt garbage gewesen, die letzten beiden. Doch, aber gut. Letzten beiden wohl nicht so gut, ha? Huh? Naja, wir sind still komplett fein im Game. Renekton wird auch weiterhin so aggressiv und Grief spielen, nämlich an. Ding ist, gegen ihn wäre Antheil nicht schlecht. Es ist meistens recht kacke, Antheil zu kaufen. Thorman ist aber ein gutes Item, dieses Game. Aber das Ding ist bloß, ich habe eh schon Anti-Heal über Ignite. Ich werde den eigentlich nur, wenn ich Ignite abhabe. Ich habe ja sogar Ionians. Und Frozen Heart ist so ein starkes Item aktuell in der Meta. Ist so kosteneffizient. So unglaublich geil zu kaufen. Und vor allem ist es Abfuck für die Gegner. Wisst ihr was? Also ich zum Beispiel, wenn man Ezreal spielt oder selbst Jax, Lethal Tempo, was auch immer. Jeder Spell, der dir quasi mehr Attacks gibt vielen Spielern ein neues Gefühl, an das sie sich gewöhnen müssen zum Auto-Attacken. Wann canceln sie den Auto-Attack wie? Und wenn du Ionians spielst oder was auch immer, meinetwegen Renekton, egal wer du bist, du willst dann Autodeck machen und dann cancel mit irgendwas und dich bewegen mit einem Command, mit einem Spell, was auch immer. Und Frozen Heart fuckt das so ab für dich, weil es ist so Master Memory, wenn du Minions farmst, wie du es cancelst, auf einmal kommt ein Frozen Heart und peng, es geht nicht mehr. So oft cancelt man Autodecks deswegen. Das ist einer der Gründe, warum es auch so frustrierend war, gegen Lee Sin zu spielen. Mit dem alten E, welches das Attack-Speed reduziert hat. Einer der Gründe, warum es rausgenervt wurde. Das ist einer der Gründe, warum es so frustrierend ist, gegen Fiora zu spielen, die dich Attack-Speed slowt. Und of course, gegen Malphite. Aber ja, Frozen Heart ist einfach unglaublich effizient. Zuzüglich zu halt diesem mentalen Faktor, der halt Leute einfach macht. Es macht es schwerer für sie gut zu spielen. No spoils for the weak. Das ist ein gewisser Rhythmus, mit dem du League of Legends spielst, ne? Oder von Echo an der Wand. One by one by one. Schon sehen an der Wand. Oh, wow, schöne Q. Auch keine Minions. Wir müssen die jetzt einmal killen. Wir können die Zeit zurückdrehen. Einmal haben sie es bereits getan.
Seelen kann es ebenfalls tun. Wie viel hat Essen? 5? Cool, dann ignited. Der Seelenboy wollte nicht ulten, aber ist auch okay gewesen. Denken wir einfach zweimal gestorben, denke ich. Das Fortune war da. Wenn Seelen das überschaut hat, war's fein. Wir sind eine Menge Objekte Shutdowns. Bot denn auch verloren. Wir brauchen unser Anti-On-Hit-Item. Und Anti-Attack-Speed. Ein bisschen mehr Mana würde mir auch nicht gerade schlecht stehen. Yunagi Nenesco und Volk Kecker Tuff. Vielen Dank für eure Subs. Willkommen. Danke, lasst euch Latz. Oh, der ist dead. Also, vielleicht zweimal. Vielleicht nur einmal. Da wollte er scheinbar nicht ulten. Repeat auf den Vasallen. Und auf die Wave TP, damit wir diven können. War es nicht so gut. Jungs. Jungs. Completely running it down. Also wie viel Shutdowns wollen wir Renekton noch geben? 1000 hat 400 einmal schon gegeben. Jetzt nochmal 700 und 600. Und er hat 4 Plates auch bekommen vorhin. Also den lassen wir wirklich viele Game, also viele Möglichkeiten ins Game zurückzukommen. For some fucked up reason. Mach ich hier ist auch kompletter Grief. Ja, also der Renekton ist stark. Der Renekton ist stark. Ich hab auch wirklich Kills donated an Mass. Er hätte jetzt schon 2 Items. Glücklicherweise ist es ein Renekton. Wenn es ein Yone oder Echo wäre, wäre es 10-mal schlimmer, aber es ist auch nicht schön auf Renekton. I guess wir wollten ohne Wave diven, ha? Huh? Why is everything so heavy? The cold does not forgive. Es ist sehr hart von Renekton front to back zu spielen gegen unsere Draft. Allein schon Miasma nimmt eigentlich sein gesamtes Leben hops. Würde ich kann das gewissermaßen ausgleichen, wenn er einfach viel Gold hat. Vor der Goldkurve zu spielen ist immer leicht, aber ich meine, Kassopé hat auch sehr viel Gold und die Frontline zu überbrücken, die auch ich biete, ist nicht so einfach mit meinen ganzen DC-Spats. Wenn sie unbedingt einen Play machen möchte, ich bin dabei. Die ist aber. Genau, you know, she is not having the best game. Warum ultet der Seelen eigentlich nie? Ich muss ja auf eine Sportschen warten. Wenn die Chances sieht, aber er wurde auf Kurs wiederbelebt. Wir brauchen dringend Frozen Heart. Wenn die jetzt auch noch stirbt. Ja, das verloren, den Fight ist tot. Nochmal 750 Gold Shutdown. Jungs, ihr müsst aufhören zu griefen, halt. Game is losable. Renekton hat geultet. Wow. Let's go. Ich hab hier einen TP-Ward. Wenn wir auch dort, je nachdem wie Renekton spielt. Der kriegt eine Menge Shutdowns donated, der junge Mann. Da freut er sich drüber. Er ist einfach tot. Okay. Machen wir Herald, der ist markiert. Gut für unser Kindred. Ich glaube nicht, dass er carryen wird. Sein Champ ist einfach nicht gut, dieses Game. Aber es ist trotzdem, er hat jetzt einfach 4 seiner Kills. 4 von 8 Kills sind riesige Shutdowns. Und der niedrigste war ein 600 Gold Shutdown. Wir hatten aber auch 1700 Shutdown, also it's not bad. He has a lot of money, Mr. Renekton. Das hätte er ulten können. Wenn man das Fortune einfach straight drauf und Q'd, wäre er schon tot. Right? Do that. I will. Warte noch kurz, Kindred, hä? Der wird auch gleich markiert. Mark in 15 seconds. Kein Kindred-Spieler. Ich hätte gewartet. 50-50, ob das Mark da beschwört in 15. Am 10 anyway, okay. Wir haben ja gerade Harold gemacht, der war markiert, Nash ist gespawnt, deswegen ist entweder Drake oder Nash. Jetzt kann nur Nash markiert werden, weil Drake tot ist. Also er hätte jetzt ein weiteres Mark haben können. I'm just saying, es sind aber 45 Sekunden. Jetzt können noch epische Monster markiert werden. I'm just saying, you know. Danke dir, Justin, und danke auch an Next Sensei. Willkommen. Dankeschön.
ich hätte ihn ulten können, aber er ist nicht wirklich ein Threat, wir sind Full HP, also. Who cares? Let you down, I know. Ich habe überhaupt nicht Bristol Attack gesagt, dieses Game. Fuck! Ich bin meiner Voraussage nicht treu geblieben. Kindred ist so gut daran, Objectives zu machen. Wolf macht so viel Damage. Und einfach die Autotext mit Kraken ist da auch nicht gerade von schlechten Eltern, aber es ist vor allem Wolf. Nice, nice. Brauchen Sie meinen Beistand? Ich finde das ein Base, dass wir spielen maximal hier noch mit Cassio. Cassio läuft nicht zu uns, also spielen wir es gar nicht. Können wir über die Wand killen, maybe? Ne? Nicht über die zumindest. Also kommt jetzt dazu, aber ist ein bisschen spät. Noch zwei Auto-Attacks, weil ich hab. Ich hab ihn, ich hab ihn. Peng! Da hätte ich ihn gerne gekillt mit dem Stun danach. Ah, ist okay. I will not tolerate weakness. GG! Schönes Game! Ah, war ziemlich nice Landing Phase, aber sehr leicht zum Gangbar gemacht, ne? Bisschen schade, dass wir den ersten Kill nicht direkt verwirklicht haben, aber danach war es so leicht, er hat viel zu aggressiv gespielt. Wir haben sehr viele Shuttles weggeintet gegen ihn, was ein bisschen wild war. Gerade die Kindred, die da dived und dann gekillt wird von Renekton und alles, war da der erste große Shutdown. Aber I guess it doesn't really matter in the end, right? Es ist eigentlich okay, who cares? It's fine. Schnell, next, immer schnell, next. Sejuani ist auch abgehakt.